Hallo. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen möchten, ist Martha und Maria nach Lukas 10. Es geht gleich los. Wenn Jesus sich mal ausruhen wollte, besuchte er gern seine Freunde. Seine allerbesten Freunde waren Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha. Eines Tages kam Jesus in Marthas Haus. Maria war auch da. Beide Frauen freuten sich, ihn zu sehen. Aber Martha sagte: Ach du meine Güte, bitte entschuldige, ich habe gar nicht aufgeräumt. Sie bat Jesus, sich zu setzen und sich auszuruhen und machte sich an die Arbeit. Martha staubte die Möbel ab, fegte, saugte, backte Brot, kochte Pasta, backte eine Torte. Während sie sich abmühte, saß Maria vor Jesus und hörte ihm zu. Warum sitzt Maria nur faul da? Fragte sich Martha. Wütend. Kam sie zu Jesus. Ist es dir egal, dass ich die ganze Arbeit tun muss und Maria nur herumsitzt? Sag ihr, sie soll mir helfen. Martha, antwortete Jesus. Maria hat sich für das entschieden, was wirklich wichtig ist. Das werde ich ihr nicht wegnehmen. Maria wollte vor allen Dingen Zeit mit Jesus verbringen und ihm zuhören. Denn sie wusste, das war wichtiger als alles andere. In Matthäus 11,28 steht: Kommt alle zu mir, die ihr müde seid und Schweres tragt. Ich schenke euch Ruhe. Hier, was Jesus uns noch sagen würde: Jeden Tag gibt es viel zu tun. Manches ist gut, manches ist wichtig. Aber nichts ist so gut oder wichtig für dich, wie in meiner Nähe zu sein. Sprich mit mir und lies in der Bibel. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dann wirst du dich so sehr freuen, dass alle das spüren werden. Wie wäre es, wenn wir jetzt gleich mit Jesus sprechen? Ja. Machen wir's. Ihr könnt gern mit uns beten. Und wenn ihr einverstanden seid, dann könnt ihr sagen. Genau. Jesus, ich danke dir, dass wir immer zu dir kommen dürfen. Danke auch für die Geschichte von Maria und Martha. Und wir wollen auch das Richtige tun. Vor allem wollen wir das Wichtigste tun, nämlich Zeit mit dir verbringen. Bitte hilf uns, damit wir uns jeden Tag für das Richtige entscheiden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir wünschen euch Gottes Segen und Gottes Wirken. Tschüss. Tschüss.